Ab sofort nennt der ESV-Lok Potsdam einen Defibrillator sein eigen. Zur feierlichen Übergabe und Einrichtung wird vor allem der Umgang mit dem Gerät ausführlich demonstriert und nach einer halben Stunde sind sich die Anwesenden sicher, dieser gelbe Koffer kann Leben retten. In seiner Demonstration versucht Manfred Walter, den Leuten die Angst vor dem Umgang mit einem solchen Gerät zu nehmen. Man hat ja durch diesen Koffer die Möglichkeit, mit den entsprechenden Leuten an der Notrufzentrale, an der Rettungsleitstelle, sagt man da heute, zu sprechen. Und dort sitzen auch Leute, die Ahnung haben davon. Die sagen, dann sind Sie mal ruhig, machen Sie mal das, machen Sie mal das, machen Sie mal das. Das heißt, durch diese Kommunikation mit den Fachleuten ist auch der Helfer im Grunde genommen so psychologisch unterstützt. Achtung! Sie haben den Notruf ausgelöst. Sie werden in wenigen Sekunden von der Rettungsleitstelle angesprochen. Nur wenige Sekunden später meldet Walter das Gerät offiziell als Notrufsystem an. Freundlich lässt die Dame am anderen Ende der Leitung diese Prozedur geschehen und gibt Korrekturhinweise zu Verständigung und Lautstärke. Von jetzt an ist das Gerät jederzeit benutzbar. Zum Einsatz kommt es vor allem dann, wenn das Herz anfängt zu flimmern. Und das Flimmern ist etwas, wo der Blutzufluss zu dem Gehirn, das der größte Sauerstoffverbraucher ist, sofort abgebrochen wird. Und das Herz findet einfach keinen Beginn mehr. Und durch diesen Stromstoß, der durch den Körper gejagt wird, ist das so ähnlich wie ein Reset beim Computer. Dann tut das einen Schlag und dann fängt das Herz, so hofft man, wieder an zu schlagen. Die Chance, dass es wieder anfängt zu schlagen, liegt so etwa bei 80-83%. Und da wir hier eine sehr öffentlichkeitswirksame Einrichtung sind, ein Sportverein mit 1.348 Mitgliedern aktuell, kann man sich vorstellen, dass man auch für so einen nicht wünschenswerten, aber eben doch möglichen Ernstfall vorbereitet sein muss. Und der Koffer hilft, schafft Abhilfe. Das haben wir heute erklärt und gezeigt bekommen und das ist gut so. Hier an der Berliner Straße betreibt der ESV-Lok eine Sportstätte, die täglich von hunderten Potsdamern genutzt wird. 13 verschiedene Sportarten sind hier vertreten. Der Verein betreut Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Viel geschieht hier über Ehrenamt und besonderes Engagement. Auch dieser Defibrillator wird von Sponsoren finanziert. Ich finde das erstmal ganz toll, dass man sich zu unseren Gunsten, muss man ja sagen, dafür bereit erklärt hat, hier mitzufinanzieren. Man hat offensichtlich wahlweise den Bezug zum Verein ohnehin oder hat ihn bei der Gelegenheit aufgebaut. Sieht die Notwendigkeit als solche ein, das ist sicherlich gleichermaßen wichtig. Insofern finde ich es gut, dass man, wenn ich die Zahl nennen darf, 20 Partner hat. Denen man aus diesem Anlass eine Tafel auf dem Sportgelände widmet. Stolz präsentiert man diesen Erfolg. Der Hersteller kam eigentlich auf uns zu und hat gesagt, hier Leute, ihr sammelt doch Gelder, Sponsorengelder. Das wäre doch ein Medium, das wir auf diese Art und Weise weiter verbreiten können. Wir wurden sehr sympathisch auch angesprochen, muss ich sagen. Uns würde das ganz gut erklärt. Und da wir halt viel mit Kindern zu tun haben, hier viele Kinder auch in diesem Verein gefördert werden, haben wir gesagt, wir geben was dazu. Nun geht es noch darum, den Menschen die Angst vor dem Gerät zu nehmen, es als handhabbares Mittel der ersten Hilfe zu begreifen und die Hemmschwelle zu senken. Ich finde es ganz gut, weil es jeder benutzen kann. Also weil es eine ganz leichte Anleitung ist. Es steht alles drin, wird einem alles gesagt. Es ist einfach, es kostet mit Sicherheit Selbstüberwindung und da muss man sich halt den Ruck geben als Helfer und muss das tun. Und es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Für insgesamt 5 Jahre haben die Sponsoren Anschaffung, Wartung und Betrieb des Defibrillators finanziert. Dieses Leistungspaket entspricht einem Wert von etwa 7.000 Euro.